Ja, herzlich willkommen zurück. Und wir sind immer noch hier bei der Bergung des kleinen Usos. Schiff hatten wir hier ja schon entdeckt. Und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mal weiter vor. Der Ptolemäus rückt mal vor. So. Allzu viele von den Brüdern sollten nicht mehr übrig sein, denke ich. So, die 39. Und der El Grantar stößt auch noch mal dazu. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo hier alle stehen. 41 geht mal hier rum. Okay. Wo stand denn jetzt die 50? Die 40. Mal wieder die Zeiteinheiten als Name gelesen. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer so gerne mache. Okay. Dann gehen wir ab. Nichts passiert. Okay. Ptolemäus macht sich mal hier an den Rand des Schiffes ran. Ja. Jetzt soll langsam mal stürmen hier. Ich war, glaube ich, hier unten, genau. Falls hier unten noch wer ist, findet den dann die 41. So, wo ist der Elkantar? Gut, den hat man nachgezogen. Okay, geben wir ab. Aha. Da ist ein Freund. Probiert der Ptolemäus direkt mal. Sehr schön. Elkantar. Mal auf die Seite. Vielleicht war es das ja auch schon. Müssen wir abwarten. 40. Mal hier weiter. Rückt auch ein Stück vor. Gehen wir ab. Das war es noch nicht, aber viel kann es, denke ich mal, nicht mehr sein. Geht der LKW da hier rum? Hui! Da steht einer. Okay. Kann dann doch mal die 40 probieren. 50%. Sehr schön. Der ist Geschichte. Und war es das jetzt? Jawohl, das war's. Und wir haben wieder 50 Zirbit geborgen. Sehr gut. 9 Leichen haben wir geborgen. Wieder was zum Verscheuern. Gut. Zirbit auf unserer Hauptbasis. Und wie sieht's hier aus? 200, ja, also Zirbit-mäßig gar nicht mal so übel. Okay. Dann müssten wir jetzt im Prinzip einen Aufsteiger haben. Die 39 und die 40, genau. So, dann schaue ich mal wieder in meine Liste. So. Gut, da haben wir als nächstes den Suffkopf-Ptolemäus.
2K, geiler Name übrigens. Willkommen im Team. Ist auch schon bekannt aus, glaube ich, einem meiner UFO-LPs. Ich glaube, dem zweiten. Ja, und dann haben wir die Nummer 40 und da haben wir noch einen alten Bekannten. Der war, glaube ich, bisher in so ziemlich jedem LP vom LST dabei. Hier Mixrum und UFO-LP. Bei mir war er auch schon ein, zwei Mal dabei. Und zwar der Dukentarum. Auch dir herzlich willkommen im Team. Okay, sieht das doch schon gar nicht mal so übel aus hier. Ja, ich gehe hier nochmal durch jetzt. Mal die Stats angucken. Haben wir auf der anderen Basis auch schon gemacht. Hier auf jeden Fall schon eine kleine Verbesserung beim Fireman. Der Jack. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ptolemäus. Hat auch ein bisschen die Treffgenauigkeit gesteigert, Zeiteinheiten auch. Der Lackaffe ist, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, der ist ja gerade erst aufgestiegen, aber nein, den haben wir ja schon ein bisschen länger. Auch kleine Verbesserungen. Anime Master Fan auch ein bisschen. Okay, die Jungs sind ja noch nicht so ewig lang dabei. Deswegen, ist das natürlich noch nicht so extrem jetzt mit dem, Verbesserung. Okay. Unsere Verteidigungen sind auch bald fertig. Jetzt will ich nochmal gucken, was macht die Forschung. Durchschnitt, okay. Wie sehen unsere Punkte aus? Über 0. Ja, das mit der Antarktis, das macht mir Sorgen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also eine Basis habe ich da jetzt auch nicht, noch nicht finden können. Ich weiß es nicht. Wir gehen da noch mal ein bisschen scouten, aber das gibt mir echt Rätsel auf. Keine Ahnung, was hier los ist. Okay, du schaffst es nicht mehr. Dann können die Tritons 2 es nochmal probieren. Also echt, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das geht ja extrem nach oben dann mit der Aktivität. Forschung beendet. Die magnetische Navigation. Diese Einheiten erzeugen ein sphärisches, viellagiges Magnetfeld, das Array bis zu 1000 Meter um das U-Boot verbreiten kann. Verbreitern soll es wohl heißen. Die außerirdischen Navigatoren sind direkt mit den Maschinen verbunden und ertasten sich ihren Weg durch die unsichtbare Welt unter dem Meer. Das Interface-System operiert auf von den Aliens modifiziertem zerebralen Material, das direkt durch eine neurale Verbindung mit dem Gehirn des Bedieners verbunden ist. Ja, die magnetische Navigation. Und die eröffnet uns jetzt die Forschung nach dem Transmissionsresolver und der Magnet-Ionen-Panzerung. Das ist dann auch die beste Panzerung im Spiel. Und der Transmissionsresolver ermöglicht uns, der ersetzt quasi den Langstreckensonar und den normalen Sonar. Und ja, der ermöglicht uns zu sehen, was für eine Alienrasse wir an Bord haben. Falls ich das nicht schon mal erklärt habe, weiß ich jetzt nicht. Den erforschen wir jetzt mal zuerst. Da kann man gezielt irgendwelche Missionen fliegen, sagen, guck, die Rasse brauchen wir gerade, obwohl wir eigentlich nur noch Tarsos brauchen. Oder die lassen wir jetzt aus, weil wir keinen Bock auf Hummermenschen haben. So, wo ist es denn jetzt? Transmissionsresolver, den erforschen wir jetzt erstmal. Dann können wir auch demnächst mal wieder einen, ja gut, flieg du erstmal zurück. Bringt nichts. Vielleicht demnächst mal wieder ein Versorgungsschiff spielen.
Ich weiß nicht, warum immer zur Basis zurückgekehrt werden muss, wenn das Ziel zu tief liegt. Oh, jetzt mach doch bitte. Na, geht doch. Ziert sich wieder das Ding. Und zerstört. Sehr gut. Also was da los ist in der Antarktis, keine Ahnung. Ich meine, wir können ja noch mal vorsichtshalber hier am Nordpol gucken, falls die hier Mist gebaut haben und das vertauscht haben. Aber kann es mir nicht so richtig vorstellen. Kann ich mir echt nicht erklären, die ganze Geschichte. Aber richtig übler Ausschlag. Nordatlantik ist klar, da sind ja die Basen und alles, aber sonst ist auch alles ruhig im Prinzip. Nur in der Antarktis geht's massiv hoch. Klein. Abgestürzt. Okay. Gucken, wie unsere Punkte jetzt aussehen. Nullbereich noch, aber ein bisschen gesunken schon. Ich kann mir das nicht erklären, was da los sein soll. Ist mir noch nie passiert, sowas. Oder wenn die Aktivität so hoch ging, dann gab es normalerweise einen Terrorangriff oder irgendwie sowas. Okay, ich überlege gerade, ist hier noch irgendwas, was ich machen wollte? Panzerung auch nicht. Verbandskästen haben wir noch. Ansonsten als nächstes würde ich sagen, wir probieren mal wieder ein Forschungsschiff zu spielen. So rein der Kohle wegen und so. Kleines Uso. Schnapp dir das mal. Abgestürzt. Okay. Okay, unsere Verteidigungen sind schon mal fertig. Das ist gut. Hier auch. Okay, da würde ich sagen, ich baue hier noch eine Verteidigung auf der Basis. Hier vielleicht auch noch eine. So, und dann kriegen wir, wenn wir das Bombardment-Shield kriegen, dann kann jeder der Verteidigung zweimal schießen. Da hätten wir im Prinzip 10 Schüsse, das sollte reichen zur Abwehr. Ja, okay. Ja, ich kann mir das echt nicht erklären mit der Aktivität da an der Antarktis. Keine Ahnung, was da los ist. Müssen wir schauen, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit mehr XCOM. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.